Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die neue kostenlose Lackierung freischalten könnt. Außerdem gibt es auch noch ein paar News zu den Tournaments. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und wenn ihr natürlich noch ein paar weitere Informationen wissen wollt, die ich nicht unbedingt immer auf dem YouTube-Kanal bringe, schaut gerne auf meinem Twitter-Kanal vorbei und dann checkt natürlich auch gerne meinen Twitch-Channel aus. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Auf Twitch bin ich zurzeit täglich mindestens mal von 21 bis 22 Uhr live. Heute sogar wahrscheinlich schon ab 15. Uhr, also schaut doch gerne vorbei, lasst ein Follow da und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten News. Als erstes geht es direkt mit den Tournaments los, denn ursprünglich sollte ja gestern bereits das Halbfinale vom EU-Zugabe-Cup sein und wie es wahrscheinlich meist bemerkt haben, fand das Ganze nicht statt, das Ganze, weil gestern ein kleines Hotfix-Update nochmal kam, wo wahrscheinlich noch ein paar Sachen nachgepatcht wurden, die vergessen hatten im Update beziehungsweise die nicht vernünftig funktioniert hatten und jetzt können wir eben halt erst heute das Halbfinale erhalten, von 18 bis 21 Uhr findet das Ganze statt, also in diesem Halbfinale spielen immer die besten 198 Trios hier aus der ersten Runde, aus den Invitation-Runden, die sich da qualifiziert haben und die besten 31 Trios kommen hier von dort aus weiter ins Finale und weil heute dann eben halt das Halbfinale ist und heute ja ursprünglich auch das Wildcard-Match geplant war von genau der gleichen Zeit, findet jetzt das Wildcard-Match am Sonntag statt von 13 bis 16 Uhr, das heißt kurz vorm Finale, denn das Finale findet ja bereits 18 bis 21 Uhr statt und vom Wildcard-Match können sich dann immer die besten zwei Trios qualifizieren. Insgesamt haben wir dann eben halt noch, genauso wie es vorher auch war, die besten 33 Trios, die dann im Finale sind. Beim anderen Cup, den $1 Million Super Cup, dort hat sich wirklich nichts verändert. Weiterhin morgen 15 bis 18 Uhr die erste Runde, 19 bis 22 Uhr die zweite Runde und ansonsten hat sich wirklich kein bisschen mehr daran verändert. Dann kommen wir direkt zur kostenlosen Lackierung. Das Ganze findet in der Kooperation mit der Houseparty App statt. Da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Kooperation und werden eventuell sogar in nächster Zeit noch mehr damit bekommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, diese App runterzuladen und das Ganze funktioniert nur auf Android oder auf iOS. Auf PC funktioniert das Ganze leider nicht. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall das Ganze auf dem Handy. Also auf dem PC gibt es rein theoretisch die App im Browser, nur man kann dort eben nicht diese Lackierung freischalten, weil man sich dort nicht mit Fortnite connecten kann. Logischerweise müsst ihr deshalb natürlich die Android bzw. iOS von Houseparty runterladen. Gibt es ganz normal im Play Store oder im App Store oder natürlich könnt ihr es euch auch von der offiziellen Website runterladen. Das geht natürlich genauso gut. Wenn ihr das Ganze heruntergeladen habt, müsst ihr euch entweder einmal registrieren oder wenn ihr schon ein Konto haben solltet, könnt ihr euch natürlich auch anmelden. Dort gibt es so einen gelben großen Button, da registriert ihr euch und genau darunter befindet sich dann eben halt der Anmelden-Button. Und wenn ihr in der App drin seid, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Zumindest sollte es ungefähr so aussehen. Und in dieser App habt ihr da auf der Seite schon so ein Zeichen und dort müsst ihr einmal raufklicken. Das heißt, da wo dieses F drauf ist und dann seht ihr diesen Screen und damit könnt ihr euch jemand mit Fortnite verbinden. Dann müsst ihr einmal unten auf den großen blauen Button klicken, einmal natürlich zustimmen, beziehungsweise bei iOS wird das wahrscheinlich was anderes sein, aber so funktioniert es ungefähr auf jeden Fall auf Android. Ich habe jetzt eine ältere Android-Version, deshalb kann es wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen anders aussehen. Und dann bekommt ihr hier die ganz klassischen Anmeldeoptionen mit Google, mit Epic Games und so. Das heißt, einmal einfach raufklicken und dann solltet ihr euch anmelden. Bei mir funktioniert es anscheinend nicht, hier kommt einfach nur dieses Android-Zeichen auf der Seite und ich komme immer nicht weiter. Keine Ahnung warum, vielleicht sind die Server zurzeit überlastet. Schreibt mir gerne, falls ihr neuere Handys habt, ob das bei euch funktioniert, denn ansonsten kann es auch daran liegen, dass es auf Android 6 einfach nicht funktioniert. Weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, eigentlich müsste das so funktionieren. Wenn ihr euch verbunden habt, müsst ihr auch nichts weiteres mehr machen und dann müsst ihr euch beim nächsten Einloggen hier die neue Lackierung freischalten können. Die sieht sogar eigentlich echt ganz gut aus hier. So eine Regenbogenlackierung, ein bisschen ähnlich sogar wie die Holo-Skins, die wir jetzt haben. Sieht auf jeden Fall echt ganz cool aus und wie gesagt, dazu müsst ihr euch nur einmal mit Fortnite und die Houseparty-App verbinden und dann habt ihr das Ganze schon in Fortnite und dann könnt ihr natürlich auch die Option von der App nutzen, denn wenn ihr euch mit Fortnite verbunden habt, dann könnt ihr immer diese Video-Chat-App nutzen. Ihr habt ja gerade gesehen, dort hatte man so ein Bild und das kann man auch normalerweise eben halt ganz normal wie andere Social-Media-Plattformen so gerade zum Video-Chat auf dem Handy benutzen und das wurde eben halt auch in Fortnite implementiert. Und dafür müsst ihr einmal in die Audio-Settings gehen und dann könnt ihr einmal runterscrollen. Und dann könnt ihr einmal diese Option hier anstellen. Dafür braucht ihr natürlich erstmal Voice-Chat on und dann könnt ihr hier auch Houseparty-Video-Chat-Integration anmachen. Und damit könnt ihr dann einfach tatsächlich chatten mit dieser App, wenn ihr das eben halt gerade gleichzeitig auf dem Handy offen habt. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr euch einmal mit Epic Games verbunden habt, ob das dann auch im Browser geht. Wahrscheinlich nicht. Also ihr müsst das Handy dann eben halt irgendwie so unten am Bildschirm legen, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr dann
dann, wie man es hier am Beispielvideo sehen kann, euch so an der linken Seite sehen und so kann man nochmal ein bisschen die Reaktion der anderen Mates sehen. Ich glaube eben halt vor allen Dingen für Spieler, die die neue PlayStation jetzt haben, dieses Game so ein bisschen casual-mäßiger spielen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr nice, eine sehr, sehr geile Edition und probiert es auf jeden Fall gerne aus und ihr bekommt natürlich so oder so die kostenlose Lackierung und dafür müsst ihr auch keine Runde irgendwie mit Freunden spielen oder so. Also alles ganz chillig, damit war es dann auch schon alles zum Video. Wie gesagt, ich bin heute ab ca. 15 Uhr schon live auf Twitch, checkt dazu gerne den Link in der Videobeschreibung aus und dann hoffe ich, sehen wir uns entweder da oder morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.